Holdrio und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Ja, seit der letzten Aufnahme hat sich einiges getan. Ich bin allerdings auch jetzt wieder, was weiß ich, fast 2 Wochen nicht mehr dran gewesen. Deswegen muss ich mich selber erstmal wieder ein bisschen orientieren. Ich habe, glaube ich, hinten bei der Brücke weitergebaut. Ich habe auch hinten dem Bahnhof bzw. Gleise verlegt und Weichen und so. Das können wir uns gleich angucken. Wir brauchen aber neue Schienen und ich glaube, das stimmt so nicht. Da muss ich nochmal eben gucken, wie man die baut. Nee. So. Genau, Nuggets und dann pressen, ne? Die hatten wir, glaube ich, umgebaut gehabt. Wegen dem Dings. So, warte mal, da haben wir doch bestimmt eine Presse hier irgendwo. Die müssten wir ja haben. Wo ist sie? Ja. Nugget, Presse. Wir haben hier... Ach, da steht's. Oh Mann, ja klar. Ist klar. So. Stopfen, Presse. Kommt da Holz rein, dann kommen Eisennuggets rein. Haben wir denn noch Eisennuggets? Hier haben wir noch ein paar, das ist nicht viel. Wir haben drüben vielleicht noch welche. Ich gucke mal eben. Hier haben wir da noch welche. So. 2 mal 64, dann können wir die 11 da reintun. So. Machen wir einmal 64, 2 mal 64. Jetzt brauchen wir noch 64 Slabs. In Spruce, hier haben wir Spruce Lock. Da. Da. 64. Zack. Machen wir hier die restlichen Slabs rein und das. Dann schmeißen wir die Maschine mal an. Klack, 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 klack. Werden dann Maschinen gebaut. Dann brauchen wir noch Bricks. Ich glaube, wir hatten hier noch Steine durchgebrannt. Genau. 1, 2, 3, 4. Da kriegen wir schon mal wieder ein paar Bricks raus. So, dass wir da oben auch mal auffüllen können. Erde und Steine müssten wir genug haben. Ich habe ja oben abgebaut. Da müssen wir nämlich oben ein bisschen weiter bauen und überlegen, wie wir da den Bahnhof bauen oder wie auch immer. Aber das zeige ich euch gleich. Wir warten noch eben auf die Schienchen. Dann nehmen wir die auch noch mit. Ich habe kein Essen mehr. Was haben wir denn noch an Essen? Haben wir noch irgendwas Essbares? Da fällt mir ein, ich glaube, hier müsste auch alles ausgewachsen sein. Können wir eigentlich auch nochmal durchjagen, ne? Das macht er erstmal leer. Offensichtlich war da noch was drin. Na komm. So. Jetzt baut er erstmal alles ab bis hinten. Ja, also hundertprozentig gefällt mir das noch nicht. Vielleicht müssen wir das doch machen, dass er das irgendwie am Ende macht oder so. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Dann müsste das mit dem Ausleeren auch funktionieren. Und mit dem Wegsortieren, hoffe ich. Zack, so. Jetzt müsste er hier... Wieso sehe ich hier nicht was drin? Achso, weil... er noch Dings. Gut. Was haben wir denn hier noch drin? Da nix. Hier haben wir ja so... ach, generell ein paar Sachen reingetan. Na genau. So. Hier läuft alles durch. Die Seeds müsste er ja rein theoretisch direkt aussortieren. Da, die laufen runter. Und hier kommt, glaube ich, das
Essen raus, was wir hier schon einsortiert haben, ne? Sowas wie Weizen, genau. Ah, den Rest haben wir noch gar nicht belegt. Naja. Schauen wir mal. Soll er erstmal machen. Ja. So, was hatten wir hier noch drin? Naja, ein paar Brote kann ich mir ja machen, ne? Machen wir erstmal ein paar Brote. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müsste erstmal lang. Lassen wir mal direkt 1. Er leert immer noch aus. Naja, naja, naja. So, die Schienen, ups, die Schienen müssten fertig sein. So, kann man hier mal wieder stoppen. Dann nehmen wir die mal mit, komplett. Ja, dann gehen wir mal gucken. Dann gehen wir mal gucken. Hopp, hopp, hopp. Weg müssen wir hier natürlich noch fertig. Ach, wir müssen noch so viel machen. Wo geht's denn hier lang? Hä? Da oben. Falsch abgebogen. Ah, hier, genau. Hier. Und dann wollten wir hier noch hoch, ja. Ja, machen wir dann auch noch. Bauen wir auch noch irgendwann fertig. Bauen wir auch noch irgendwann fertig. So. Dann lass mal schauen. Dann, hier käme Holz rein. Hier kann ich die Bricks zupacken. Dann haben wir da wieder ein bisschen Erde, haben wir noch ein bisschen Steine. So, bisschen, da kommen die Schienen hin. So, da haben wir wieder ein paar. Was haben wir hier noch drin? Gravel. Puh, Gravel müssten wir noch machen. Haben wir noch Gravel? Jetzt muss ich doch wieder hier runterlaufen. Haben wir noch Gravel? Ich weiß es gerade gar nicht. Andererseits. Gravel, nicht viel. Steine haben wir noch jede Menge. Wenn wir die malen, bekommen wir ja Gravel, ne? Aber wenn ich die hier reinmale, bekommen wir ja Eisen und Flint raus. Gravel müssten wir dann abgreifen. Wie hatte ich das gemacht? Ah, hier. Warte mal. Hier ist nicht weiter verbunden, genau. Hier malt er das und müsste Gravel machen. Müsste das da unten reinpacken, ne? Das ist, wenn man nicht täglich damit arbeitet, dann ist es grauenhaft. Holen wir mal ein paar Steine, machen noch Gravel. Weil Steine haben wir ja noch genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks sollten vielleicht erstmal lang. So. Zack. Stellen an. Was macht er? Und dann müsste er theoretisch das alles malen. Und sollte hier Gravel. Ja, wunderbar. Funktioniert. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passt. So. Dann machen wir hier wieder Stopp. So, dann können wir... Wo habe ich eigentlich mein Schlafsäckchen? Bin ich gerade überfragt, aber das habe ich vielleicht, warte mal, hier im Rucksack. Nee, auch nicht. Wo ist mein Schlafsäckchen hin? Es kann sein, dass ich es oben irgendwo habe liegen lassen. Ah, nee, hier. Nehmen wir den. Nehmen wir den, aber jetzt machen wir nochmal hier, ja.
So. Dann fahren wir mal schnell rüber. Also hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und dann muss ich früher abbiegen. Da, hier, genau. Ja, gehen wir direkt hier hoch. So, wie ihr seht, steht der Zug falsch rum. Aha. Und das hat tatsächlich einen Grund. Zack, jetzt müssen wir mal rückwärts fahren. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Fährt er, glaube ich, noch nicht ganz so schnell, aber. Ach, die Brücke finde ich eigentlich relativ hübsch, muss ich sagen. Tuff, 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 tuff. Hier hat man eine schöne Aussicht. Oh, da fehlt noch irgendwie Holz, sehe ich gerade von dem Dach. Naja. So, hier haben wir noch unsere restliche Lava. Hier muss ich auch noch ein bisschen weiter bauen und auffüllen wieder. Das sind so viele Kleinigkeiten. So, wie ihr seht, wir fahren hier über die Brücke. Toff, 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 toff. So, dann haben wir hier eine Weiche. Ich hoffe, die kriege ich jetzt so mit. Nein, kriege ich so nicht mit. Muss ich wahrscheinlich andersrum machen. Ja, so kriege ich sie mit, aber dann stehe ich jetzt falsch, aber egal. So, dann fahren wir mal vorwärts. Und fahren wir hier unsere Schleife. Die etwas sehr eng ist, gebe ich zu. Und ein bisschen knapp, aber egal. So. Zack. Dann können wir jetzt Space drücken. Und dann halten wir hier an dem Bahnhof. So. Gut. Das habe ich also schon mal gebaut. Das heißt, ich habe hier den halben Berg abgetragen. Habe die Brücke, quasi das Gleis hier erstmal weitergebaut. Und dann hatte ich ja gesagt, dass wir hier zweispurig weiterfahren wollen. Damit, dann brauchen wir natürlich auch noch eine Wechselschleife, damit wir immer vorwärts fahren können und er vor allem dann auch automatisch den Bahnhof hier anfahren kann. Und wenn wir von der anderen Seite kommen, können wir dann halt hier weiter geradeaus fahren. Dann haben wir da nochmal eine Haltestelle, können dann weiterfahren. Und wenn wir von hinten kommen, würden wir halt über die Weiche hier auf das Gleis fahren. Das ist so bis jetzt gewesen oder bis jetzt gebaut. Ja. Hier müssen wir natürlich noch jede Menge machen. Hier habe ich erstmal nur provisorisch ein bisschen gebaut. Das müssen wir noch auffüllen. Die Brücke ist, glaube ich, auch relativ hübsch geworden. Warte mal, ich gucke mal, von wo wir jetzt gucken können. Ohne dass wir direkt abstürzen. So, hier wird natürlich noch aufgefüllt, kommt ein Damm wieder hin. So. Ja, müssen wir das noch wieder abbauen, aber ich denke, so kann man die Brücke mal lassen. Dann hatte ich ja hier einen kleinen Durchgang gemacht, dass man hier durch den Damm kommt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Bahnhof bauen. Falls wir hier wieder hochkommen, ja. Also hier müsste ja quasi ein Bahnsteig hin und hier muss ein Bahnsteig hin. Und da unten ist ja unsere Mine. Da hinten ist der Eingang. Also müssten wir vom Bahnsteig hier vielleicht einen Gang nach unten machen. Dann könnte man hier vielleicht auch noch einen Tunnel machen, dass man auf die Seite kommt und dann hier wieder hoch auf diesem Bahnsteig, beziehungsweise von diesem Bahnsteig dann auch runter und dann dadurch. Das werden wir wohl bauen müssen. Dann könnten wir hier ein kleines Bahnhofsgebäude vielleicht mit Lager hinbauen. Müssen wir mal gucken. Das werden wir was aus der Mine holen, dass wir das hier einlagern können. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Also das ist so das, was als nächstes geplant ist. Und dann habe ich hier hinten ja, vielleicht laufen wir mal. Hier auch ein bisschen basteln müssen, weil hier ist ja die komische Schlucht drunter.
Haben wir auch so eine halbe Brücke gebaut. Mehr schlecht als recht, aber auf jeden Fall kann man da durch. Hier vielleicht nochmal auffüllen. Und dann würde es da ja weitergehen. So, und wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, müssten wir von hier aus quasi uns hier irgendwie, ja, vielleicht hier und dann nochmal eine Schleife fahren, hier rum und dann hier lang. Da müssen wir mal gucken. Hier ist, glaube ich, relativ bergig. Vielleicht fahren wir dann doch weiter hier und bauen dann hier irgendwie rüber. Müssen wir mal gucken. Das ist ja unser Ziel quasi. Da wollen wir ja eigentlich hin. Ja, schauen wir mal. Müssen wir mal gucken, wenn wir bauen, beziehungsweise dann vielleicht mal unser Flievertü mitnehmen und im Vorfeld mal ein bisschen gucken, wo wir da lang wollen. Aber gut, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ich würde vorschlagen, hier haben wir natürlich nicht viel Platz, ne, an diesem Hang, um da was hinzubauen. Es wird ein relativ schmaler Bahnsteig, glaube ich. Aber ist ja auch relativ wurscht. Kann man ja machen. Ich würde sagen, wir bauen da hinten mal ein bisschen. Ach, ein Gravel hätten wir noch echt hier reintun wollen. Da ein bisschen Gravel werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich nehme mal ein Stack. So, dann füllen wir hier mal auf. Dieser Seite würde ich sagen, füllen wir komplett auf. Und hier bauen wir, glaube ich, auch nochmal so einen Steindamm oder sowas, ne? Ja, gucken wir mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier. Ne, da kommt ja Gravel hin. Das kann man so abbauen, ne? Ja. Da muss ja Gravel hin. So, da haben wir Gravel. So. So. Hier mal ein bisschen auffüllen. So, ja, das sind alles so Bastelarbeiten, die kann man eigentlich offscreen besser machen, aber ich will ja nicht alles offscreen machen. Ihr wollt ja auch ein bisschen was mitkriegen, denke ich, ne? Vermute ich zumindest mal, dass ihr da schon ein gewisses Interesse habt, auch ein bisschen zu sehen, was ich hier so mache. So, Axt haben wir da. Das Bäumchen hier mal weichen. So. Da noch Gravel, da Gravel. So. Mal hier schon mal. Ich glaube, da machen wir auch noch einen hin. So, jetzt müssen wir hier noch auffüllen. So. So. Erde, Gravel. Erde, Gravel. Erde, Gravel. Da kommt auch noch Gravel rein. Hier wollten wir ja mit Erde auffüllen, haben wir gesagt. Den ganzen Innenbereich. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Kurve dann wieder passt. Ich glaube, aber hier können wir noch auffüllen. Tja.
haben wir was zu tun. Werde ich dann später wahrscheinlich auch Ausgänge weitermachen. Wir müssen halt nur gucken, was wir so generell dann jetzt noch Interessantes machen wollen, ohne dass euch langweilig wird. Das ist natürlich das, was uns noch beschäftigen wird. So. Füllen wir erstmal hier auf. Unsere Erde wird jetzt eh zu Ende gehen. Da ist es schon zu Ende. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, hier ist. Aber das sind so Feinheiten, wisst ihr? Das ist so. Weiß ich auch nicht. Unser Schlafsack, den nehmen wir mal. Zack.